Frau Präsidentin, meine wenigen verbliebenen Damen und Herren. Wir reden heute über einen dicken Plan zum Molkenmarkt. Den Rest können wir uns ja vielleicht sparen. Und dieser ist zweifellos von höchster stadtpolitischer Bedeutung. Wir reden über einen 13 Jahre andauernden formellen Planungsprozess. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand schon 2003 statt. Nun ist aber keine Zeit. Alles muss ganz schnell gehen. Der Senat hält es nicht für nötig, das Abgeordnetenhaus früher einzubeziehen. Wir sind schlechter informiert als jede BVV. Allenfalls der zuständige Arbeitskreis der SPD erhält frühzeitig exklusive Informationen, so der Senat in seiner Antwort auf meine Kleine Anfrage. Das ist keine Planungskultur und kein Umgang mit dem Parlament. Wir reden heute über einen B-Plan, der eine seit 20 Jahren angestrebte kritische Rekonstruktion zum Ziel hat. Das Klosterviertel soll wieder erstehen und der Molkenmarkt, der heute nicht mehr als eine großdimensionierte Straßenkreuzung ist. Doch der verkleinerte, immer noch gewaltige Straßenverkehrsraum soll weiterhin eine enorme Verkehrslast tragen. Ohne eine andere Verkehrsgestaltung aber können Stadtumbau und Reurbanisierung nicht gelingen. Wir sind der Auffassung, dass nur eine deutlich reduzierte Straßenbreite mit 4 statt 6 Spuren die Verknüpfung der Stadtquartiere ermöglicht, gesundes Wohnen erlaubt und die Barrierewirkung der Straße abmildert. Dieses Argument verbindet uns bemerkenswerterweise mit den Historisten, die mit der Straßenplanung auch nicht glücklich sind. Wir haben nachgemessen. Mit dem angrenzenden B-Plan 1218, auch heute auf der Tagesordnung, wird der Querschnitt der Gertraudenstraße von heute 42 bis 45 Meter praktisch nicht schmaler. Geh- und Radwege werden in Arkaden gepresst, was Senator Geisel gestern zu der erschrockenen Bemerkung veranlasste, das sei ja noch nicht entschieden, soll es aber heute. Der Mühlendamm, heute rund 60 Meter breit, wird auf Höhe Poststraße immer noch rund 40 Meter breit sein und das ohne Gehwege. Vor dem Nikolaiviertel fallen 2 Reihen Bäume der Kreuzung mit der auch künftig 4-spurigen Spandauer Straße zum Opfer. Das ist nicht Ihr Ernst. Damit ist der B-Plan auf Kollisionskurs zur Stadtdebatte Berliner Mitte und ihren Bürgerleitlinien, die hier für eine Verkehrsberuhigung plädieren. Das soll auch vertiefend untersucht werden und ist so ausdrücklich in der Beschlussvorlage festgehalten, die auch Herr Geisel übermittelt hat. Die mangelnde räumliche und planerische Verknüpfung zeigt sich auch an anderer Stelle. Es fehlt eine Geh- und Radwegverbindung vom Rathausforum durch die Rathauspassagen über die neue Gunerstraße zur Klosterstraße. Mit der wiederaufgebauten neuen Waisenbrücke wäre dann eine Verbindung bis zum Märkischen Museum möglich, ist aber nicht. Auf den Baufeldern sollen Wohnungen und kerngebietstypische Nutzungen entstehen. Die Defizite in der sozialen und grünen Infrastruktur mit den geplanten bis zu 450 Wohnungen werden im Text zwar eingeräumt, aber mitnichten behoben. Insbesondere die Schulfrage ist ungeklärt. Das ist völlig inakzeptabel. Ebenso wenig wie der Umgang mit dem alten Stadthaus. Zwar war es früher eingebaut, steht aber seit Jahrzehnten exponiert im Stadtraum. Kaum jemand wird verstehen, warum dieses herausragende Baudenkmal von Ludwig Hoffmann nun zugebaut wird. Die 2010 von uns verlangte Öffnung des Baublocks, immerhin, für eine Sichtachse vom Nikolaiviertel auf den Turm und ein berühmter Hofplatz erweisen sich bei genauerer Prüfung als nicht ausreichend. Auch sind generell Zweifel angebracht, ob Senat und Koalition beim Umgang mit Baudenkmalen dazugelernt haben. Ein Arkadengang vor der Klosterruine wird das Denkmal stark beeinträchtigen. Jetzt können Sie einwenden, könnte gebaut werden, muss ja nicht, kann aber gebaut werden. Das ist das Problem. Gebäude mit mehrgeschossigen Tiefgaragen im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen, lassen befürchten, dass sich das Drama Friedrichswerdersche Kirche wiederholen könnte. Ob die Statik der Klosterruine zusätzliche Bebauungen in räumlicher Nähe überhaupt auffangen kann, ist nicht einmal untersucht worden. Die bestehenden kulturellen Nutzungen im Palais Podewils und in der Klosterstraße 44 sind planungsrechtlich nicht gesichert. Letzteres wird zum Spielball für Grundstückstausch, in der Sprache des Senats freiwillige Bodenordnung. Das Podewilsche Palais wird ohne Not als Kerngebiet ausgewiesen und gerät so unter Renditedruck. Wer kann denn garantieren, dass Berlin, siehe Magnushaus, diese Perle nicht irgendwann versilbert? Und abschließend
Mit dem B-Plan droht auch ein Ausverkauf öffentlicher Flächen. Geschätzt 18 Millionen Euro muss das Land allein für den Umbau der Straßen ausgeben. Und die Schätzung ist, glaube ich, relativ alt. Zur Gegenfinanzierung werden also Einnahmen erwartet. Entstehen wird also ein hochpreisiges kommerzielles Viertel mit ziemlich langweiligen Nutzungen statt urbaner Vielfalt. Weder eine städtebaulich überzeugende Neustrukturierung noch ein tragfähiges Umsetzungskonzept für den ohne Zweifel wünschenswerten Stadtumbau sind mit diesem B-Plan gelungen. Und deshalb lehnen wir ihn ab. Vielen Dank.